Wir sprechen mit Bundesagrarminister Cem Özdemir. Herr Özdemir, Sie haben heute sich hier einen Eindruck in der Ukraine verschafft. Die Ukraine wird ja gerne als die Kornkammer Europas auch bezeichnet. Welchen Hilferuf haben Sie aus dieser Kornkammer heute vernommen? Ja, wir kennen ja die Ukraine aus der Geschichte, die berühmte Schwarzerde mit ihrer Fruchtbarkeit. Ukraine ist ein Land, das normalerweise nicht auf Hilfslieferungen angewiesen ist. Ich habe gestern ja den Hub besucht, wo die Lebensmittel aus Deutschland, danke übrigens an alle, die sich daran beteiligen, insbesondere unsere Wirtschaft, dort verteilt werden in die Ukraine. Das müsste alles nicht sein. Das alles ist nur, weil Putin sich entschlossen hat, dieses Land zu überfallen und sich Territorien einzuverleiben, zu stehlen, muss man ja sagen, das Land in Schutt und Asche zu legen. Von daher muss auch ich als Agrarminister sagen, die erste Lösung, die wir brauchen, ist, der Krieg muss enden, so schnell wie möglich. Dazu muss die Ukraine in die Lage versetzt werden, ihr Land zu verteidigen. Und umgekehrt muss Russland klargemacht werden, es zahlt einen harten, einen hohen Preis für diese Aggression, für die Verbrechen, die hier begangen werden. Ich habe die Bilder ja gesehen, ich habe mit den Menschen ja geredet. Und in meinem Ressort versuchen wir zu helfen, dass die ukrainische Landwirtschaft weitergehen kann. Wir arbeiten da eng zusammen. Und natürlich geht es auch um die Frage, wie können die Produkte exportiert werden. Das ist natürlich sehr schwer, solange das Schwarze Meer zu ist. Was haben Sie da für einen Lösungsansatz, was den Export angeht? Eben das Schwarze Meer ist zu und über die Schiene ist es viel schwieriger zu exportieren. Wie kann man der Ukraine da helfen? Es gibt keine guten Lösungen. Es wird schon eine wahnsinnige Kraftanstrengung unternommen. Von den ca. 5 Millionen Tonnen, die sonst pro Monat rausgehen, sind wir jetzt mittlerweile im letzten Monat bei 1,7 Millionen Tonnen gewesen. Das ist schon wirklich eine erstaunliche Menge. Gemessen am März, da waren es noch 350.000. Also man sieht, da ist schon ein Wahnsinnanstieg. Aber das hat einen Preis im wahrsten Sinne des Wortes. Das treibt die Kosten nach oben. Weil natürlich ist der Weg über die Donau, ist der Weg über die Straße, über die Schiene wesentlich teurer. Es gibt ja einen Grund, warum es über das Schwarze Meer transportiert, dorthin, wo es hin muss. Da reden wir jetzt drüber. Das ist natürlich, wir wissen ja nicht, wie lange wir diese Wege brauchen, weil niemand von uns weiß, wie lange geht der Krieg. Auch das Thema Investitionen in die Ukraine ist natürlich schwierig. Versetzen Sie sich mal in die Lage von dem Unternehmer, der jetzt Geld in die Hand nimmt, investiert, wenn er gleichzeitig nicht weiß, ob da morgen eine Bombe fliegt, weil Putins gerade danach ist. Die Preise explodieren ja jetzt auch schon für die Endverbraucher in Deutschland. Wie kann man da gerade bei den Lebensmitteln, gerade bei Weizen- und Kornprodukten, die Verbraucher entlasten noch weiter? Also wir tun ja einiges als Bundesregierung, was die Entlastungspakete angeht, gerade um denen zu helfen, die in besonderer Weise betroffen sind. Aber auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Wir können auch über Maßnahmen unseres Haushalts den Krieg nicht ungeschehen machen. Wie soll das aussehen? Die Düngemittelpreise steigen, die Energiepreise steigen. Weizen wird verknappt, weil die Ukraine eben droht auszufallen. Das sind einfach alles Faktoren am Markt, die sich dramatisch auswirken. Wir müssen da helfen. Aber ich sage nochmals, der wirksamste Beitrag ist, diesen Krieg hier zu beenden. Und zwar lieber heute als morgen. Vielleicht noch zum Schluss einmal gefragt, wie kann man diesen Krieg dann auch möglicherweise mit schweren Waffen beenden, die ja immer wieder von der Ukraine gefordert werden, heute auch von Ihrem Amtskollegen. Wie können Sie da helfen? Was ist da Ihr Ansatz? Erstmal ist gut, dass mein Kollege Karl Lauterbach auch hier ist, dass ich da bin, dass andere da sind, dass wir zu eigentlich, die Ukraine ist nicht alleine und der Versuch, den Russland ja unternommen hat, dass wir schnell zur Tagesordnung übergehen, uns daran gewöhnen. Viele haben ja gesagt, in ein paar Tagen ist die Ukraine überrollt. Wir haben hier gelernt, was freiheitsliebende Menschen sind, was es heißt, wenn man seine Heimat verteidigen möchte. Diese Menschen machen das auf eine unglaublich mutige Art und Weise. Denen gebührt unser Respekt und jeder muss in seinem Ressort das tun, was notwendig ist. Ich mache das für mein Ressort, für Landwirtschaft. Da wird nicht lange gewartet, wird schnell unbürokratisch entschieden. Und das sollten wir überall machen, in allen Ressorts. Dann machen wir das Richtige. Also sollte auch noch unbürokratisch über schwere Waffen noch entschieden werden? Das ist nicht meine Kompetenz. Ich bin kein Waffenexperte. Ich höre, dass wir das Notwendige liefern. Manchmal denke ich, ist zwischen der Ankündigung und der Umsetzung vielleicht ein bisschen zu viel Lücke. Aber auch das wird besser.